Sind wir draußen? Meine Schiffe sind startbereit. Zur Evakuierungszone begeben und ab in den Orbit. Jetzt! Sloan sagt evakuieren. Er weiß es, woher auch immer. Was weiß er? Da, der Wächter! Oh nein. Wo zur Hölle will der hin? Der Chief ist dort an Bord. Wir brauchen einen Flieger. Die anderen Kolonien, die Captain Lesky erwähnte, da ist das Gleiche passiert. Log, von dieser Kolonie wird bald nur noch ein Krater übrig sein. Wir können denen nicht eins ihrer Fluggeräte wegnehmen. Unser Pelican ist auf dem Weltraumlift. Den könnten wir benutzen. Die anderen Kolonien, es gibt noch mehr Wächter. Ich mache mir im Augenblick nur um den direkt vor uns Sorgen, Vale. Aber warum ausgerechnet der? Wieso ist der Chief nicht auf einem anderen Wächter? Ich glaube, Cortana hat ihn bewusst als Ersten aktiviert. Spricht Governor Sloan. Wer auch immer sich noch auf dem Planeten befindet, sollte sich so schnell wie möglich zum Weltraumlift begeben. Die letzten Shuttles werden bald starten und sie warten nicht. Governor Sloan, Shuttle Bravo 3 ist bereit zum Abheben. Achtung, die hängen an dir dran. Panzerungsausfall! Meine Panzerung blockiert! Keine Sorge, Locke, hab dich! Wieder auf den Beinen, danke! Vorstoß! Der Wächter hat eine echt tolle Gesangsstimme.
Können wir den Pelican per Autopilot wieder zu uns runterkommen lassen? Mayday, Mayday, stehen unter Beschuss! Wir sind getroffen! Nicht so lange diese Schiffe hier alles vom Himmel schießen. Sloan, wir brauchen Zugang zum Weltraumlift. Tut mir leid, Spartans. Zu viele suchen deinen Schutz. Sie würden abgeschlachtet werden. Verstanden, Captain. Osiris, sicher den Bereich, damit die Tür geöffnet werden kann. Was dauert da so lange, Spartans? Die Propaganda übertreibt ganz schön. Ich werde diese Türen nicht öffnen, bis die Basis gesichert ist. Wir dürfen jetzt aber bald aufhören, höflich zu sein, ja? Fahrstuhltür öffnet sich. Waffen runter! Ich glaube, wir haben es geschafft! Spartans, Ihre Beharrlichkeit ist wirklich beeindruckend. Wann hat Cortana Ihnen vom Wächter erzählt? Sie sind gut. Sie hat mich gewarnt, das stimmt. So konnte ich das Überleben meiner Leute gewähren. Die Dinge werden sich verändern. Für uns alle. Egal ob Menschen oder Erschaffene. Es ist der Beginn eines neuen Zeitalters und ich will ein Teil davon sein. Meine Zeit ist abgelaufen. Ihnen allen viel Glück und auf Wiedersehen. Sie sind zwischen uns und dem Pelican.
Feuer frei. Die Spartans riskieren Kopf und Kragen für uns. Unterstützt sie ein bisschen. Gleiches Team! Hat ein Flieger gestoppt. Feuerfall! Tanaka, überbrücke das Sicherheitssystem. Sehr gerne. Heikle Aufgabe, während man beschossen wird. Machen wir der Lady etwas Platz, okay? Gesichert. Tanaka, kriegst du diesen Lift wieder in Bewegung? Findet die Kontrollkonsole. Sie muss hier irgendwo sein. Hab sie. Sloan sagt, dass sich etwas verändern wird. Wir wissen, dass Cortana Kontakt mit ihm aufgenommen hat. Ist sie auch hinter dem Wächter her? Der Master Chief scheint das zu glauben. Wenn sie also da ist, wo wollen die hin? Wenn wir beim Pelikan sind, finden wir es raus. Dass der Master Chief Befehle missachtet, um Cortana zu suchen, ist klar. Aber wieso der Rest von Team Blau? Die kannten sie doch gar nicht. Die Mitglieder von Team Blau sind gemeinsam im Spartan 2-Programm aufgewachsen. Sie haben schon mehr Einsätze bestritten als jedes andere Feuerteam im UNSC. Sind eine Familie. Genau. Hinter uns lassen? Es gibt einen Unterschied zwischen Weglaufen und Überleben, um weiterzukämpfen. Tanaka hat recht. Die Menschen wachsen über sich hinaus, wenn sie etwas aus dem Nichts erschaffen. Wir geben nie auf. Sie reißen es ab, wir bauen es wieder auf. Im Stich gelassen? Wenn Cortana hinter diesem Wächter steckt, hat sie hier mehr Schaden angerichtet als er. Wir werden herausfinden, was hier wirklich vorgefallen ist. Und wir werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Achtung! Mehr Prometianer! Unterstützung! Hoch und weiter geht's, Lord! Wir müssen
Danke, Spahn. Feuer fokussiert! Hat einen Zusammenbruch verhindert, aber sie wird nicht lange halten. Ist diese Struktur sicher genug, um an ihr hochzuklettern? Wenn sie abstürzt, dann bestimmt nicht, weil Spartans sie als Kletterstange benutzen. Starte einen Scan und suche einen Ausgang. Da ist der Wächter. Immer weiter Richtung Pelican. Noch ein paar Zwischenplattformen zum Pelican. Wie weit ist das? Weiter als uns lieb ist, könnte aber schlimmer sein. Phaetons haben unser Visier. In Bewegung bleiben! Hoch.
immer noch über uns. Klettert weiter. Der Pelikan ist direkt da draußen. Macht schon, Leute! Die Schockwellen rücken näher zusammen. Was passiert, wenn er bei Null ankommt? Das will ich gar nicht wissen. Schnell zum Pelikan. Zur Hölle damit. Wir riskieren es, den Autopiloten zu aktivieren. Rufe den Pelikan. Der Pelikan ist direkt da draußen. Macht schon, Leute! Die Schockwellen rücken näher zusammen. Hast du einen Kampf auf?
gar nicht wissen. Schnell zum Pelican. Meridian gab es noch 5 weitere Vorfälle. Also 11 Kolonien. Ich muss einen Weg finden, das zu beenden. Der Wärter hat Dr. Horsys Theorie bestätigt. Cortana aktiviert die Wächter. Aber nicht diesen. Noch nicht. Sonaion, eine Kultstätte auf Senghelios. Vor Allianzzeit. Ein Wächter auf der Heimatwelt der Eliten? Wenn wir ein Team absetzen, haben wir Zugriff auf den Wächter. Senghelios ist tabu. Die da oben wollen mit diesem Krieg nichts zu tun haben. Aber nur, weil sie meine tolle Idee noch nicht kennen. Dieses Geräusch ist ein verschlüsseltes Muster. Paarige Quantenphasensets. Hyperraumkoordinaten einer Blutsväterkarte. Wenn Locks Team dem Wächter die auf Meridian erhaltenen Koordinaten einspeist, bringt er sie dahin, wo auch der Master Chief ist. Tom, wir können das beenden. Aber dafür müssen wir nach Senghelios. Ich treffe die Vorkehrung. Da ist noch eine. Was hat Cortana vor, Chief? Warum hat sie uns hergebracht? Gehen wir weiter. Wo sind wir? Kein Funkverkehr auf allen Frequenzen, überhaupt keine Langstreckenverbindungen. Dann sind wir mitten im Nirgendwo. Wir sind nicht ohne Grund hierher gebracht worden. Seht euch um. Die Konsole ging an, als ich näher kam. Was war das? Es kam von der Konsole. Wie lange benutzen wir dieses Signal schon nicht mehr? Greif auf die Konsole zu, wenn es Cortana ist.